Also hier in dem letzten Selbstgespräch, das wir geführt haben, das ist die letzte Mahnung von IOB. Jetzt beginnt die Welt von Sodom und Gomorra. Du kannst jetzt das belächeln. Immer wieder, ich sage wieder von vorne weg, ich erzähle es jetzt den Geist, der sich das ausdenkt, nicht irgendeinen Gedanken von dir. Wenn du an deinen Körper denkst, der keine Überlebenschance und dein heliozentrisches Weltbild hat keine Überlebenschance, wenn dein Geist weiter wächst, du bist ewiger Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das sage ich dir, das ist hundertprozentig sicher und keiner nimmt dieses hundertprozentig sicher ernst wie ich. Das musst du auf dich wirken lassen. Du bist maßgeblich dafür verantwortlich für das, was du dir ausdenkst. Und dann doch wieder nicht verantwortlich, solange du ein träumender Geist bist. Darum sage ich, setze dich zuerst einmal als einen träumenden Geist. Dann musst du dir, müssen, den Traum anschauen, der dir eingespielt wird. Aber trotzdem hast du den Joystick in der Hand und kannst sehr, sehr viel steuern durch dein Interesse. Das heißt nämlich, alles, was dich nicht interessiert, wird in dir nicht auftauchen. Wenn du dich zum Beispiel ans Internet, an den Computer hinsetzt und ins Internet gehst in deinem Traum, ich betone nochmal, wenn du jetzt träumst, dann befindet sich alles in dir als Information und alles gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder jetzt bewusst nachvollziehbar von dir selbst. Gedachte, ausgedachte Informationen, da merkt man schon, dass wenn ich jetzt mir Gedanken denke, dass die mich ja selber nicht verlassen. Aber das vergisst man ganz, ganz schnell, wenn du unbewusst bist, weil wo ist jetzt der Mond, wenn du ihm bloß denkst? Er verlässt dich nicht. Wir haben also Schichten, wir nehmen aus dem absoluten Innersten was heraus in unser Inneres, das ist dann unsere Information und das können wir dann, diese ausgedachte Information, aus dem absoluten Innern ausgedachte Information, können wir uns dann noch ausdenken, vorstellen und auf die Feuerbrille holen. Das muss eigentlich relativ sitzen, aber ich komme jetzt zu dem Sodom und Gomorra, wenn du jetzt hier, und das jetzt ist natürlich wichtig, jetzt hängt es wieder davon ab, wenn schaust du das Video an. Jetzt natürlich. Aber du hast jetzt wieder einen Zwiespalt, du hast jetzt irgendein Datum im Kopf, solange du noch ein chronologisches Säugetier bist. Da wirst du offensichtlich jetzt auf den Kalender schauen oder unten rechts auf deinen Computerbildschirm hinschauen, je nachdem, was du für eine Darstellung auf deiner VR-Brille, welche sinnlich wahrgenommene Information du jetzt vorliegen hast. Und dann wirst du unten an das Video hinschauen, wann das reingestellt wurde in das Internet. Und ich sage, in das Internet wird eigentlich gar nichts reingestellt, es kommt alles aus dem Internet. Wenn man das absolut sieht, das haben wir nämlich auch wieder rot und blau. Und dann reißt du das gedanklich schon wieder auseinander. Was jetzt das Thema kurz sein soll, also wie gesagt, jetzt aktuell, wenn dein jetzt vorgestelltes Datum und dieses Videodatum ziemlich in einem gewissen Zeitfenster synchron laufen, dann kannst du jetzt einfach mal in deine Medien reingehen und dann schaust du, dass jetzt was Eigenartiges passiert: massive Überschwemmungen und massive Feuersbrünste. Glaub ja nicht, dass es ein Zufall ist. Ich lege deine jetzt ausgedachte Welt in Schutt und Asche. Und du bist mittendrin. Aber nur, wenn du das nicht rechtzeitig verlässt, das heißt, wenn du nicht aufwachst. Oberflächlich wird sich nichts verändern. Wir machen hier keine Religion wie die Zeugen Jehovas, dass ich von einem Weltuntergang reden du, weil schon das Wort WELD, das ist der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Das magst du eben nicht. Du wiederholst immer in unendlichen Variationen aufgrund deines Intellekts, den du nicht erweitern willst. Das ist das Ich weiß ja. Und alles, was meiner Logik widerspricht, muss bekämpft werden. Wiederholst du diese Seite, die diese Vernichtung bewirkt. Das ist auf der Bühne des Traumlebens, muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass du wirklich der Einzige bist, der das erlebt. Und ich betone jetzt nochmal, das sind so einfache Sätze, die keinen Intellekt, keine intellektuelle Bildung erfordern. Ich habe mehrere Male in Selbstgesprächen darauf hingewiesen, ich garantiere dir als der, der ich bin, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich auf das neue Denken einlässt. Du wirst nicht erlöst durch irgendeinen Tod. Du wirst, wenn du willst, 1000 Jahre lang sterbliches Säugetier mit all den Problemen, die damit verbunden sind, bleiben. Bis du wach wirst und begreifst, ich bin Geist, vom göttlichen Geist.
Die Geschichte von Sodom und Gomorra haben wir eigentlich immer alle schon angesprochen. Da geht es erst einmal darum, wie viele gute Menschen gibt es in deiner Welt? Wie viele Menschen kennst du, die diese Gebote halten? Ich meine jetzt nicht nur die 10 Gebote aus der jüdisch-christlichen, muslimischen Tradition, weil für jeden Moslem sind ja die 10 Gebote geltendes Recht. Einfach im Koran lesen, ganz am Anfang. Sondern auch diese Jesus-Sprüche, die übrigens für Moslems auch geltend sind. Liebe deine Feinde, sorge dich nicht um morgen. Wieso sollst du dich nicht um morgen sorgen? Weil es keinen Morgen gibt. Das ist ein Fakt, den du hundertprozentig sicher auf der Stelle selbst mit dem Intellekt eines 13-Jährigen überprüfen kannst. Das ist, wenn ich jetzt versuche, du sitzt jetzt da, versuche mal in einer Minute aufzustehen. Egal was du machst es jetzt. Egal wo du dir was hindenkst, es ist jetzt. Der Gedanke ist jetzt. Und die Tätigkeiten, die du dir in die Zukunft denkst, sind auch jetzt. Es wird morgen nichts passieren und nicht übermorgen, und es ist auch gestern nichts passiert. Weil jegliche Form von Gedankenheit, die Vergangenheit, die du jetzt denkst, denkst du jetzt. Das Faktum des ewigen Lebens ist, dass die Tatsache in dem Augenblick, wo du was denkst oder was anschaust, dieses Faktum, Fagere, dieses Tun, dieses Machen erzeugt in dir einen Wechsel der Informationen, der immer jetzt stattfindet. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, jeder neue Augenblick, den du auf die VR-Brille holst, jetzt mal so optisch als Pixelmännchen dargestellt, zerstört den bestehenden Augenblick. Ein ständiger Wechsel von Informationen. Da haben wir natürlich immer noch das Unten und das Oben. Ich sage, wir formen einfach die Gnede um und dann kriegst du diese atmende Kugel. Es wird dir überall in der Welt alles über die Matrix und das Welt, dein Traum ist ein Computerprogramm, wo ich sage, setz dich als Computer und du schaust deine selbst erschaffenen Informationen an, in die sich in dir befinden. Meine Computermetapher ist gleich ein träumender Geist. Da brauche ich kein großes intellektuelles Wissen. Aber ich gehe jetzt trotzdem einmal nochmal immer wieder, wo ich sage, beim Lesen. Was du als Reizauslöser hast, sind entweder Bilder, oder es sind Worte. Die können wir spiegeln. Da gibt es genügend Beispiele in älteren Selbstgesprächen. Ein Wort wird so ein 400-Seiten-Buch, wenn du das entfaltest. Und ein Bild, das du jetzt siehst, wenn ich sage, beschreib das einmal mit Worten, was du feststellst, du kannst unendlich viele Worte machen. Wenn ich jetzt nur ein Landschaftsbild oder das Bild von einem Haus oder einem Menschen, was du, an was denkst du, wenn du an Menschen denkst, beschreib den mal. Umso mehr Worte du zu der Beschreibung benutzt, umso genauer wird es. Das sind immer diese zwei Seiten, die sich spiegeln, das Innen und das Außen. Mhm. Und wenn du jetzt mit Worten konfrontiert wirst, die in dir auftauchen in deinem Traum, die können entweder akustisch sein, Geräusche, oder sie können optisch Bilder sein. Ja. Und du wirst, und das ist wichtig, darum wiederhole ich das immer wieder, beobachte das. Da gibt es nichts zu diskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Diskussion, stimmt es oder stimmt es nicht? Wir reden mit Holofeeling von dem, was ist. Und in dem Moment, wo ich nur schaue, was ist jetzt da, stellt sich die Frage nicht, ob das richtig oder verkehrt ist. Das ist zuerst einmal. Ich kann aber jetzt beobachten, wie mein einseitig funktionierender, unvollkommener Intellekt das einseitig bewertet. Genau. Und jetzt ist es so, dass nochmal, dass in dem Moment, wo ich jetzt meinetwegen was lese, ist das Einzige, was ist, eine sinnlich wahrgenommene Information, entweder ein Buch oder ein Fetzen Papier oder ein Monitor mit Schriftzeichen drauf. Und ich werde jetzt, wenn ich das anschaue, ich Geist schaue das an, nicht ein Gehirn und irgendwelche Augen, die ich mir ausdenke. Die existieren ja nicht. Die existieren hundertprozentig sicher nicht für mich, wenn ich nicht dran denke. Werde ich aus diesen Worten, im Anfang war das Wort, werden sich in mir Vorstellungen aufbauen. Ich kann, wenn ich neben mir stehe als Geist und es einfach nur wertfrei beobachte, kann ich das beobachten. Es war noch nie anders, abgesehen davon, dass es keine Vergangenheit ist. Es ist immer jetzt so, von Augenblick zu Augenblick im Vorgang des Lesens. Es sind übrigens auch Geräusche da, wenn ich nichts lese, wenn ich die Augen geschlossen habe. Diese Geräusche sind meine eigenen Gedanken, die kommen aus mir. Und ich habe genügend Beispiele, dass du dein Denken in keinster Weise steuern kannst, so wenig wie ein träumender Geist seinen Traum steuern kann. Du erhebst dich jetzt und wirst zum Beobachter dieses ständig Wechselspiel von Informationen in dir selbst.
und verlagerst den Fokus auf deine Interpretationen und Wertungen. Ich könnte eigentlich genauer sagen, du verlagerst den Fokus auf den Menschen, nicht auf die Person, sondern auf den Menschen, der ja nur in unserer Symbolik dein Intellekt ist. Das Konstrukt Werte- und Interpretationsprogramm im Arbeitsspeicher von dir selbst, symbolisch als Computer gesetzt, in dem diese Bilder auftauchen, die von diesem Programm und Daten dein Intellekt erzeugt werden, den du zum Denken hast. Und dann ist es das hier, lies einfach eine Zeitung über Politik, über Afghanistan, über all dieses Zeug, das sind nur Worte, jetzt wiederum nur Worte. Das baut in dir Vorstellungen auf. Die verstreust du um dich herum, je nachdem, was du liest, in Raum und Zeit, sage ich. Und du lebst in dem geistlosen Wahn zu glauben, du hast mit den Sachen, die du jetzt dir ausdenkst, um dich herum verstreust, überhaupt nichts zu tun. Und was noch viel schlimmer ist, du bist felsenfest davon überzeugt, dass das unabhängig von dir da außen existiert oder in der Vergangenheit schon war, bevor du das jetzt gedacht hast. Das ist der Vorstand von 100% sicher für jeden wahnsinnigen religiösen Menschen, für jeden wahnsinnigen naturwissenschaftlich materialistisch geprägten Menschen und für jeden wahnsinnig gewordenen scheinheiligen Esoteriker. Diese Figuren, die wir uns jetzt ausdenken, die Gläubigen, wie die Materialisten, wie die Esoteriker, sind übrigens jetzt bloß Gedanken. Genau. Auch die denken wir uns aus. Ja, klar. All das ist hundertprozentig sicher. Und wenn ich jetzt dir sage, mir gehen deine Gedanken, diese Menschen am Arsch vorbei, Figuren in einem Traum interessieren mich nicht. Mich interessiert nur der Geist, der träumt. Und das war mal so, das bist du. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Das ist die Ausgangsbasis. Es ist diskussionslos. Es ist das, was ist, was hundertprozentig sicher ist. Ob deine Logik jetzt das dich zwingt, das nicht wahrhaben zu wollen, oder ob du den Ersten, wie ich das nenne, mehr vertraust, wie der Logik, die du nur geistlos nachplapperst, der Logik deiner Affenlehre und Erzieher und geistigen Vorbildern, die du in dir trägst, die du dir übrigens nicht raussuchen konntest, deinen Schwamminhalt. Das entscheidet über dieses berühmte Esaim, ewiges Bewusstsein sein oder nur existieren, vergängliches Dir. Wobei ich gleich sage, dein Problem löst sich nicht mit dem Tod, dass sich dein Dierkörper auflöst. Das ist so leicht zu überprüfen, weil wenn du an den Körper nicht denkst, ist er weg. Die Schwierigkeit ist, dass der immer wieder sich wiederholt. Und wenn du willst, lasse ich dich in dieser Zeitschleife 1000 Jahre ständig wiederholen. Mit Kriegen, mit all dem Leid, das du als Mensch erleben kannst und mit ein bisschen ausgedachte Freude, die du ständig anstrebst. Du musst nichts tun, das gleich vorne weg. Du spielst zuerst einmal deine Rolle ganz normal weiter. Im letzten Selbstgespräch, in dieser letzten Mahnung, habe ich gesagt, das Erste, was du zu lernen hast, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast und dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Die Erklärung ist ganz einfach. Egal, vor was du Angst hast, es ist ein Gedanke, den du selber denkst, Bindestrich, den du selber träumst. Ja. Gedanken, Bindestrich, Informationen können den träumenden Geist, den Geist, der sich das ausdenkt, überhaupt nichts anhaben. So wenig wie irgendwelche Wellen an der Oberfläche dessen, der immer ist, das Meer zerstören. Genau. Das Nichts. All hin. Wunderschöne Beispiele. Nicht diskutierbar. Das heißt, das ist das Erste, wo du dran arbeiten solltest, dass du jetzt hast, bewusst machst, als der, der jetzt sich selbst wertfrei beobachtet. Wo reagiert mein Programm noch massiv? Du wirst merken, die Körpermaschine funktioniert, ob du willst oder nicht. Das kann sein, dass ein kleiner Reizauslöser ist und du einen Schweißausbruch kriegst. Dass du in der Panik verfällst. Das ist gleichgültig. Mir geht es darum, dass du der wirst, der ganz bewusst das jetzt bemerkt und sich nicht mehr mit dem, der in Schweiß ausbricht, mit diesem Körper oder mit diesem Lebewesen verwechselt. Das ist die Verwandlung. Jetzt komme ich kurz zur Politik. Da müssen wir gar nicht reden. Wenn du jetzt, und jetzt mache ich wirklich bewusst raumzeitliche Beispiele, dass wenn du jetzt mit der Zeit aktuell, das habe ich am Anfang erklärt, wenn du durch die Stadt gehst in Deutschland, das ist die Straßen vollgepflastert mit Wahlplakaten. Mit absolut geistlosen, nichtssagenden Phrasen. Und jetzt bleibe ich immer, jetzt machen wir mal eine bewusste Hirnwichserei, so wie ich das immer nenne als Brüssel-Udo. Glaubst du, dass irgendjemand, der sich irgendwie festgefressen hat in einer Partei oder schwankend ist,
dass diese nichtssagenden Phrasen auf diesen Plakaten in irgendeiner Form einen umstimmen können, von einer Partei zur anderen zu wechseln. Abgesehen davon, du wechselst von einer Schwachsinnigkeit in die nächste Schwachsinnigkeit. Genau. Es sind nichtssagende Phrasen, wo Trockennasenaffenköpfe, die letztendlich in einem ganz, ganz großen Wahn leben, die glauben, sie könnten ihr Land verbessern. Ja. Diese scheinheiligen Versprechungen, wenn du mal genau zuhörst bei politischen Themen, es geht immer zuerst einmal um die Partei und nochmal um die Partei. Setz dich für Partei, Religion. Ja. Die muss an der Macht bleiben, weil das die einzig richtige Partei ist. Egal, was da eigentlich erklärt wird, da macht sich gar keiner mehr Gedanken drüber, wenn du da in so ein Gefängnis drin steckst, weil dir alles logisch erscheinen wird. Ja. Jetzt können wir das einmal noch materiell nehmen, als Materialisten oder Kapitalisten. Macht ihr mal Gedanken, wie viele Millionen Steuergeldern, die ja letztendlich die Plakate, wenn ja mit Steuergeldern bezahlt, ausgegeben werden, indem er hier die Städte vollpflastert mit Plakaten, mit nichtssagenden Phrasen. Was Demokratie als Ding an sich ist, müssen wir gar nicht reden, die größte Falle, die es überhaupt gibt, wenn du wahnsinnige, geistlose Narrenaffen mitwählen lässt, gibt es genügend Beispiele. Jeder große griechische Philosoph weist darauf hin, dass die Demokratie der Anfang vom Chaos ist. Mhm. Wie oft habe ich vor 15, 20 Jahren jetzt bewusst ausgedacht schon darauf hingewiesen, wo sind eure Philosophieprofessor, die meinen, das Sinnheil liegt in der Demokratie? Geh doch in den Supermarkt, geh durch deine Innenstädte jetzt natürlich nur in Gedanken in deinem Traum und schau dir die Menschen an und frag die irgendwas. Die große Masse sind geistliche, lebendige Tote, sind Zombies, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich mache es jetzt einfach, ich bringe es auf den Punkt. Es sind Gedanken, Informationen, die in dir auftauchen, wieder weg sind, wenn du sie nicht mehr denkst. Du kannst was Existierendes, Existere aus dir selbst, aus dem absoluten Inneren, heraustretendes in dein Innerhalb von dir. Kannst du nicht am Leben erhalten, dann darfst du nichts mehr anders denken. Ja. Der Witz ist, du wiederholst in unendlichen Variationen immer wieder dieselbe Kacke. Kakophonie. Die Phrasen, Versprechungen der Politik sind nur Sackgassen und du hörst dann immer wieder dasselbe, wir sichern die Arbeitsplätze, dass ihr Idioten an das Geld kommt, das euch am Leben erhält und wir sorgen dafür, dass die Industrie sich wieder aufbaut, dass mehr konsumiert wird. Das ist Kapitalismus im wahrsten Sinne des Wortes, das ist das todbringende Verbrechen für die, die du dir ausdenkst, aber nicht für dich. Du wirst irgendwann einmal merken, dass das totale Rotgelesen nämlich die Erlösung ist. Mhm. Aber das Totale für deinen Traum bist du selbst. Ja. Ja. Stilles und Schweigen. Ja. Wenn du zuerst einmal akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Das ist es. Und wir gehen da noch etwas genauer drauf ein. Was passiert, ist immer ein Systemwechsel. Wir durchlaufen ja in meiner extrem vereinfachten Vereinfachung diese 3x3x3 Wachstumsstufen, wo ich immer die unteren anspreche, wir sind jetzt Matrix 1 in der Gebärmutter, jetzt befindest du dich in der Matrix 2 in einer Traumwelt. Schön dargestellt. Neander. Der Neo an der Nabelschnur. Nabelnebel. Nabel. Das ist, da bist du noch ein Schuft, ein Schurke, der auch verwest, der vergänglich ist. Abfallen. Dass du dann wirklich in diese geistige Welt kommst. Ganz nebenbei, wir haben These, Antithese, Matrix 1, Matrix 2, Synthese, Matrix 3 ist eine ausgedachte Synthese. Mhm. Wir haben in unserem ersten Vers diese 28 ersten Zeichen. Genesis 1,1. 27, Gesamtwert 27,01. Mhm. Ganz interessante Erkenntnis. Mhm. Du wirst jetzt übrigens dann auch feststellen, man kann das dann verschieben. Aber das wird jetzt zu weit führen in einer Zahlenstruktur. Für ihn sei dann nebenbei, wenn Matrix 4 ins Kino kommt, da habe ich meinen 27. Hochzeitstag. Cool. Das ist die rote 4. Ja. Der Hochzeitstag ist die rote 4. Da kommt Matrix 4, wenn Corona uns keinen Strich in deinem Traum durch die Rechnung macht. Das hat aber nicht irgendeiner da außen in der Hand, sondern du selbst. Ich habe jetzt genügend Beweise gegeben, wie synchron, ob das Lieder sind. Alles entspringt aus einem Arbeitsspeicher. Ob jetzt dort Zeitcode unten mitläuft, das sind nur Adressen. Ich weise da immer wieder darauf hin.
auch die Vers-Kapiteleinteilung in den Heiligen Schriften, wo es dann verschiedene gibt, wenn sich das verschiebt, stell dir nie die Frage, stimmt jetzt das oder stimmt das, wenn du wieder einen offensichtlichen Widerspruch oder einen Fehler entdeckst. Ich gehe in etlichen Stellen in der ganzen Ohrenbohrungswerk darauf ein, wo, welche Meinung, da ist ein Fehler entdeckt, und dann gebe ich immer Erklärung, wieso das so ist. Und wenn das bloß so ist, dass du den Fehler bemerkst, oder wenn ich mich oft jetzt hier in Selbstgesprächen verspreche, kann ich dir alles erklären. Ich teste ständig deine Aufmerksamkeit. Genau. Aber was mir jetzt geht, es geht um den Ebenenwechsel. Du musst, wenn du einen Ebenenwechsel machst, musst du viele Systemparameter mitverändern. Und bevor ich jetzt hier ganz kurz das sehr, sehr einfach erkläre, wie du das zu verstehen hast, musst du zuerst merken, du lebst von Märchengeschichten. Ich betone immer wieder das Wertvollste, was du besitzt, sind Märchengeschichten, und die stehen in allen Geschichtsbüchern. Deine Geschichtsbücher sind Märchengeschichten. So wie Märchen. Es war in der Vergangenheit nie was. Und wenn du jetzt in diese Bücher allgemein, egal ob du einen Roman anfasst oder ob du ein Geschichtsbuch anfasst, eine Chronologie, wo du natürlich zwanghaft meinst, sobald es ein Geschichtsbuch ist, dann war das so. Wenn es ein Märchenbuch, ein Mittelalterbuch ist, dann ist es eine fiktive Geschichte. Das sind alles Definitionen deiner Logik. Du wertest ständig. Ich sage, du bist der Richter über alles und jeden, den du dir ausdenkst. Ein Schritt weiter, du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du aus dir selbst herausschöpfst und dann eventuell aus deinem Inneren als Information noch um dich herum gedanklich verstreust. Das ist alles okay. Solange du weißt, dass egal wo du dir was hindenkst, es trotzdem bloß hier und jetzt in deinem Kopf ist. Das ist hundertprozentig sicher. Du musst es als Erster verstehen. Gedanken von dir werden es eh nicht verstehen. Wenn sich das in dir langsam installiert, diese neue Erkenntnis, werden plötzlich in deinen Traumfiguren herauswachsen, die langsam an so anfangen zu denken, wie du jetzt denkst, obwohl die Figuren trotzdem bloß vergängliche Erscheinungen sind. Das ist, du spiegelst dann langsam deine neue Erkenntnis aus dir heraus. Das ist dieses, meine 100 Affen, das Gesetz der 100 Affen, wo ich jetzt immer wieder sage, die Holophilien-Gemeinde ist jetzt nach über einem Vierteljahrhundert ungefähr 100 Waffen, die wirklich das Wesentliche innerlich spüren, die das akzeptieren, angewachsen. Und ich rede jetzt von den Geistesfunken, nicht von den Rollen, Nur wenn die sich selbst denken. Und jetzt ist es also so, dass ich darauf hingewiesen habe, wenn du in diese Geschichts-Märchenbücher reingehst, ist als erste Gesetz, immer wenn in diesen Geschichtsbüchern von einem Krieg gesprochen wird, hat der Gewinner des Krieges ab dem jetzt bewusst ausgedachten Zeitpunkt, in dieser ausgedachten Chronologie, festgesetzt, wer der Böse war und wie die Vergangenheit vorher richtig zu stellen ist. Das heißt, vergiss dein Dogma mit dem Hitler war ein Böser. Es gibt welche, die sagen, das war gut, und es gibt welche, das ist ein Böse. Wir haben wieder unser Problem. Sobald du dich für eine Seite entscheidest, egal ob du dich für die entscheidest oder für die andere, hast du dich entheiligt und du bist in eine Sackgasse reingelaufen. Und es sind nicht deine Eltern, die das entschieden haben, sondern diese Eltern äffst du geistlos nach. Es ist deine Entscheidung. Du müsstest es nicht nachäffen, was die dir erzählt haben. Du könntest auch dir eigene Gedanken machen. Da wirst du jetzt erst einmal feststellen, die Gedanken, die ich mir in die Vergangenheit denke, haben immer eine Grundlage, nämlich das momentane Programm, das ich zum Denken benutze, wo ich aber genauso auch die andere Hälfte habe. Ja. Das ist jetzt ja der Streit von einigen, die sagen, das stimmt ja gar nicht, das war ja ganz anders. Die Akte Hess. Ja. Aber bei Holofeeling geht es nie, dass du eine Entscheidung in der Form einer Einseitigkeit treffen musst, sondern du musst eine Synthese des Widerspruchs in dir erschaffen. Es geht auch hier nicht, ob jetzt die offizielle linksfaschistische Presse, die Corona-Befürworter recht haben oder die Querdenker, die Verschwörungstheoretiker recht haben. Das ist dasselbe Problem. Wir brauchen zum Wechsel auf eine höhere Ebene, ich sage einfach Kreis und Dreieck. Du darfst jetzt raussuchen, wer von beiden das Kreissymbol und wer das Dreiecksymbol ist. Die können wir nämlich austauschen, weil wir zuerst die vier Seiten verstehen müssen. Beide Seiten haben recht und beide Seiten sind verkehrt. Genau. Du musst nur die Seite wechseln. Ja. Aber ich betone immer wieder, das Rechts, Recht ist richtig. Die Rechtswissenschaften, solange Linke von Rechtswissenschaften sprechen, merken die gar nicht, dass die in einem Oxymoron leben. Weil die müssten dann ihre Wissenschaften Linkswissenschaften nennen. Ja, genau. Und linkisch ist ja nur umgedreht, auf links gedreht. Verkehrt.
Man wechselt, das ist ja Bavas. Bavas so heißt wieder nur immer wieder dieses Herumdrehen. Das ist das Kreisen, wie in der Uhr, das Hell und das Dunkel, das Einatmen und das Ausatmen, das aber immer nur gleichzeitig ist. Mhm. Mein altes Beispiel mit der Badewanne. Wenn ich in eine Badewanne bete, 2/4, wenn ich da Wellen reinmache, habe ich zuerst einmal einen Nullspiegel, das ist unsere Nulllinie, und was oben über der Nulllinie auftaucht, wird unten fällt. Ja. Das heißt, absolut gesehen bewegt sich das Wasser eigentlich überhaupt nicht. Genau. Und es kommt niemals zuerst die Erhebung und dann der Berg, sondern innerhalb dieses geschlossenen Systems ist immer das Null. Das ist die Erkenntnis, das ist die Heiligkeit. Aber das musst du noch nicht verstehen, worum es mir jetzt geht. Ich habe gesagt, bei Krieg bestimmt immer der Gewinner, und das ist der Zustand, den du zurzeit in deiner Traumwelt hast, in deinem Deutschland. Da könnte ich jetzt viele Beispiele bringen. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, das ist das, was ist, ob du es glauben willst oder nicht, das ist trotzdem so. Wenn wir einen Systemwechsel machen in der Naturwissenschaft, und dasselbe gilt auch in der Medizin, dir muss nämlich klar sein, dass das Wissen, das du zum Denken benutzt, das du von deiner angeblichen Elite hast, von den Professoren hast, zu allen Zeiten, all dieses Wissen, die Wahrheiten von heute, sind die Dummheiten, wo die Menschen von morgen in einer jetzt ausgedachten Zukunft, wenn wir das in die Transversale drehen, sieht es dann wieder ganz anders aus, in einer höheren Bewusstseinsebene, nenne ich das einfach mal esoterisch, ja, vollkommen belächelt wird. Mhm. Und das ist mein Satz, wenn ich jetzt so Hardcore-Physiker nehme, wir Physiker wissen ja, mein Beispiel, ich sage unseren allgemein bekannten Harry Lesch, wenn der im 15. Jahrhundert studiert hätte und dann kommt der Galilei, der würde sagen, wir Physiker wissen ja, was ist das für ein Idiot? Wir Physiker wissen ja, dass die Welt eine Scheibe ist und dass alles von oben nach unten fällt. Und der behauptet jetzt, die Welt ist eine Kugel, kann man ja schon ganz leicht widerlegen, da wir wissen, da alles von oben nach unten fällt. Wenn man dann da rüberlaufen wird, dann wird ja alles in den Himmel reinfallen. Genau. Ich mache jetzt ein ganz simples Beispiel. Ich kann das wesentlich mehr verfeinern, ins Detail gehen. Das heißt, wenn ich von einer Scheibe Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität gehe, muss ich viele Systemparameter mitverändern. Ich muss zum Beispiel die Erkenntnis, dass alles von oben nach unten fällt, muss ich zuerst einmal verändern, dass alles am Mittelpunkt zustrebt. Genau. Einer der vielen Sachen, die mitverändert werden müssen, dass das neue System sich etablieren kann. Dasselbe gilt übrigens auch für die Medizin. Wir Mediziner wissen ja, und jetzt geh wieder in deine Geschichtsbücher rein, nichts ist trügerischer wie der Stand der Schulmedizin, was ja eigentlich nur eine Geldverdienfabrik ist. Mhm. Und dann solltest du jetzt in deinen alten Büchern reingehen, und wo ich sage, Semmelweis, Pasteur, Vater Kneipp, gibt es schöne kindgerechte Kinofilme dafür, in was für einem Wahnsinn die Schulmedizin lebt. Mhm. Von wegen, und ich mache einen ganz einfachen Beweis immer, mein kleines Weißenburg, das ich seit den 80er Jahren die Einwohnerzahl laut Internet nahezu plus minus nicht verändert hat, dass bei derselben Bevölkerungsschicht mittlerweile gut über 25 Fache an Ärzten existieren, wie in den 80er Jahren, wie vor 40 Jahren. Ja. Sind wir damals entweder nicht krank gewesen, oder sind wir jetzt viel gesünder, dass wir so viele Ärzte ernähren können? Ja. Wir sind Krankheitenerfinder. Ja. Und alles zum Wohl, das weiß übrigens keiner, wenn ich jetzt wieder sage, du denkst die Ärzte aus, hör auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Und das gilt jetzt, ob du wen positiv bewertest oder negativ, das gilt für beides. Du bist der Richter über alles und jeden. Im Positiven, wo du sagst, der ist klasse, der ist gescheit, der ist super, oder du haust ihn in die Pfanne, das ist ein Idiot, ein Schwätzer. Hör auf, irgendeinen Gedanken von dir zu bewerten, sondern werde der, der beobachtet, wie einseitig du noch werdest, damit betreibst du Selbstentheiligung. Mhm. Und ich sage jetzt, ich vollstrecke deine Richtersprüche, egal um was es geht. Deine ganzen Verhaltensweisen gegenüber deinen Mitmenschen an dir, Geist selbst, indem ich dich ständig immer wieder in einem neuen Leben, in einem neuen Körper, in einer neuen Rolle wach werden lasse, wo du entweder für die Armen, Schwachen arbeitest, weil du erkennst, die bin ja auch ich, die Rollen muss ich ja auch spielen. Mhm. Ich bin der Einzige, der die ganzen Rollen spielt, da gibt es nur einen Geist. Mhm. Oder indem du andere ausbeutest. Mhm. Und da könnte ich jetzt gleich sagen, jeder Superreiche, immer in der Schiene des Gelddenkens, muss unendlich vielen Menschen niedrige Löhne gezahlt haben oder was weggenommen haben, dass er so ein
exorbitanten Überfluss von Milliarden von Dollars angehäuft hat. Ja. Das ist immer wieder, was macht einen glücklich? Das ist immer wieder der Vordersein. Es geht nicht darum, da kann es dir besser gehen, aber dein Hauptaugenmerk sollte sein, dass deinen Kindern gut geht. Ja. Meine Erziehung ist, hat aber gerecht. Das heißt auch dieses, wir Physiker wissen ja unter Galilei, die dann neu sind, das mittlerweile etabliertes Wissen ist, sind ja dumm. Gilt dasselbe für die ganze Medizin. Mhm. Ob die jetzt einen Hammer in die Pfanne hauen oder sonst was, es ist ein Aufrechterhalten des Status. Und ich betone, dir wird alles, was dir dein Intellekt aufzwingt, vollkommen logisch erscheinen. Mhm. Nichts ist trügerischer wie die Logik deines Egos. Mhm. Und ich sage dir jetzt mit Holo Feeling nochmal, es ist mir ein leichtes, dir zu beweisen, hundertprozentig sicher zu beweisen, dass all die Sachen, die du vor Holo Feeling als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, weil du geistlos Thesen, Sichtweisen, Vermutungen, bloßes Vermutungswissen nachäffst und in dir als das Maß aller Dinge intronisierst, dass über 99% davon nicht einmal überprüft werden können, wenn man wollte. Das bezieht sich auf alles, was angeblich in der Vergangenheit war. Es erfordert blinden Glauben. Was eigentlich vom Tisch ist, wenn du weißt, dass die Geschichtsbücher bloß Märchenbücher sind und wenn du weißt, was man Märchen zu lernen hat. Dass es in den Märchen, das wird genau erklärt, nicht um diese Figuren geht, sondern um die metaphorischen Zusammenhänge. Ja. Und dann werden dir plötzlich des Kaisers neue Kleider sichtbar werden. Mhm. Deine ganze Schulmedizin, die du jetzt etablierst, mit all den ganzen Schwachsinn, der dazugehört, plus die ganze Naturwissenschaft mit einem heliozentrischen Weltbild, sind des Kaisers neue Kleider. Zeig's. Mhm. Zeig mir die Wassermoleküle. Mhm. Zeig mir die elektromagnetischen Strahlen. Mhm. Die Röntgenstrahlen. Zeig mir Licht, zeig mir Wind. Mhm. Und ich werde dir zeigen, dass du mir das nicht zeigen kannst. Mhm. Beweise mir, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Mhm. Du, Geist, ich rede mit deinem Geist. Mhm. Nicht mit irgendeinem Gedanken von dir. Mhm. Dann wirst du irgendwann in das Jetzt kommen mit dem Klingelingeling-Beispiel und wirst feststellen, dass das alles die Kausalität auf den Kopf gestellt hat, durch das chronologische Denken. Ja. Du erschaffst doch in dir jeden Gedanken als träumender Geist, den du denkst. Wie kannst du glauben, dass diese Gedanken dich erschaffen? Es ist ein Zusammenhang da zwischen träumendem Geist und der Traumwelt. Mhm. Wohlgemerkt im ausgedachten träumenden Geist. Es ist ein Zusammenhang dort zwischen dem, der immer ist, ausgedachterweise jetzt existierend. In dem Moment ist er nicht mehr immer, weil der ist ja schon wieder weg, der Gedanke, wenn wir nicht denken. Und dem, was sich in ihn ständig auf seiner geistigen Oberfläche verändert, das ist die Welt der Gedankenwelt. Ja. Wenn du jetzt maßgeblich was verändern willst in deiner Traumwelt, das ist ein Tipp, den habe ich schon vor über 20 Jahren gegeben, dann musst du deine Vergangenheit verändern. Mhm. Moment, lass das auf dich wirken. Mhm. Hat der Udo gerade nicht behauptet, es gibt keine Vergangenheit in der Vergangenheit? Was ist Vergangenheit? Vergangenheit ist ein Gedanke, den du dir jetzt denkst, von dem du bis da, du bis jetzt geglaubt hast, es war dieses, was du jetzt denkst, war in der Vergangenheit schon da, bevor es dich gegeben hat und zwangsläufig diesen Gedanken gegeben hat, den du jetzt denkst. Mhm. Streichen wir jetzt. Mhm. Das heißt, mit dem Galilei, der Wechsel von der Scheibe zur Kugel hat ein Dimensionswechsel stattgefunden. Mhm. In dem Augenblick, wo die Wissenschaft anfängt, hat an diese Kugeltheorie zu glauben, wieso auch immer, die wir uns jetzt ausdenken, wir machen jetzt Hirnwichserei, aber eine sehr lehrreiche Hirnwichserei, ja. Mhm. Hast du oder die Menschheit ihre Vergangenheit verändert. Genau. Deine erste Logik, das ist wie mit einem Quadrat, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, sagt die Logik sofort, die normale, begrenzte, fehlerhafte Logik, das geht nicht. Mhm. Wenn ich sage, du musst deine Vergangenheit verändern, wird deine Logik jetzt erst einmal sagen, was ist das für ein Blödsinn, ich kann doch meine Vergangenheit nicht verändern, die war doch schon. Das erkläre ich dir jetzt mit dem Wechsel von der Scheibe zur Kugel. Nachdem die Menschheit erkannt hat, dass die Welt ja gar keine Scheibe ist, sondern eine Kugel ist, lass das bitte jetzt auf dich wirken. Dann war die Welt ja noch nie eine Scheibe, das war ein Fehlglaube. Genau. Das ist ganz wichtig. Und in dem Moment, wo du die Vergangenheit veränderst, veränderst du die Zukunft. In dem Moment, wo du erkennst, dass du niemals in der Vergangenheit von einem trockenlosen Affenweibchen geboren wurdest, sprich aufgetaucht bist, kannst du auch in der Zukunft nicht verschwinden. Genau. Ja, so ganz einfach. Genau. Gott.
Was nie aufgetaucht ist als Ding an sich, kann auch nicht vernichtet werden. Also aus der Existenz wieder weggehen. Ja. Das ist, du bist dieses Nichts, aus dem alles entspringt und wieder zurückkehrt. Ja. Du Geist, den ich das erzähle. Ja. Dasselbe gilt jetzt für dein heliozentrisches Weltbild. Jetzt haben wir zwei Seiten. Du bist jetzt bloß von der Ebene in die 3D-Reihe gegangen. Mhm. Das sind aber 5 Ebenen. Das kannst du im Farbenspiel auch lesen. Mhm. Und jetzt ist es also so, in Holofeeling gibt es ein schönes Zitat. Das sage ich, JCH, zu euch. Die Gedankengänge von Galileo und Newton haben aus einer Scheibe eine Kugel gemacht. Würdet ihr euch an meine Gedankengänge, an die von IQB halten, an meine Gesetze, dann hättet ihr aus der Scheibe schon längst ein Himmelreich gebaut. Ja. Die Kugel ist noch nicht der KGL. Ja, L ist noch nicht der Weisheit, letzter Schluss. Der absolute Schluss ist die Ewigkeit. Ja. Eine ewige Glückseligkeit mit unendlich vielen Filmen und Erlebnissen, die man leben kann, ohne dass einem selbst was passieren kann. Ja. Und wie oft betone ich, du kannst dich an einen Grusel, an einen Horrorfilm, an einen Krimi genauso, an einen Drama genauso erfreuen, wie an einen Liebesfilm, an einer Komödie, an einen Lustspiel. Mhm. Einseitigkeit ist immer Unvollkommenheit. Der Wechsel macht's. Ja. Du kannst dich an dem Hunger erfreuen, der dich als jetzt in deiner Rolle als Trockennasenaffe oft anfällt. Weil dann kriegst du eine Riesenfreude auf das Essen. Und wenn du dann überfressen bist, fühlst du dich unwohl. Und dann freust du dich wieder auf den nächsten Hunger. Mhm. Aber solange du hungrig bist, fühlst du dich unwohl, du freust dich auf das Sattsein. Du musst bloß rechtzeitig umdrehen. Und wie sage ich immer in meiner einfachen, derben, direkten Sprache, du wirst irgendwann einmal erkennen, dass das Aufnehmen des Essen genauso viel macht, Spaß macht wie das Kacken. Kacken. Dass das Aufnehmen, das Trinken genauso viel Spaß macht wie das Pinkeln. Mhm. Ist doch so. Das ist das Nehmen und das Geben. Mhm. Gib, was du geben kannst. Und dir wird das Nehmen wird dich gar nicht mehr so interessieren. Ja, genau. Was ich immer wieder sage, was dem Udo Freude macht, unendliche Freude macht, jetzt rein im Brösel Udo. Wenn ich sehe, dass mir als Udo einer eine Freude machen will. Die Sachen, die ich bekomme, sind für mich relativ nebensächlich. Mhm. Und ich gebe, was ich geben kann. Und da ich nichts besitze als Udo, absolutes Nichts. Ich sage mal, ich bin zufrieden. Aber wo ich unendlich viel habe, ist meine Liebe und meine Weisheit. Ja, unendliche cool. Weisheit und Liebe. Und da habe ich so viel, dass ich die herschenke. Das Problem ist, die Masse, die Toten, die ihre Toten begraben wollen, davon nichts haben. Und ich zwinge das keinen auf. Mhm. Es ist auch an keine Bedingung gebunden, außer als eine, erfreu dich dran. Mhm. Du bezahlst mich, wenn wir das einmal so rumsehen, wenn du dich an dem, was ich dir gebe, zu geben versuche. Es wird ja nicht limitiert anhand dessen, was ich in der Lage bin, dir zu geben, sondern das, was du aufnehmen kannst oder willst. Mhm. Und das große Zauberwort, um dich immer mehr in dir selber zu bereichern, ist Neugier. Und zwar Neugier auf Sachen, die du noch nicht kennst. Neugierig sein auf all das, die Gier nach neuen Sachen. Das sind die Sachen, die du bisher als feindlich gesehen hast. Liebe deine Feinde, liebe all das, was dir böse, schlecht, verkehrt oder vollkommen uninteressant erscheint. Solange du immer nur richtig denkst, logisch richtig denkst, bist du in ein Gefängnis eingesperrt. Mein Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Der meint, sein Schwamminhalt, sein Intellekt wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Und es ist doch so leicht, sich bewusst zu machen, was weiß ich eigentlich. Man soll ja. Setz dich an dein Internet hin. Und dann mach dir jetzt erst einmal bewusst, dass du den Zugang zu Milliarden von Internetseiten hast. Wo teilweise jede einzelne Seite, ich erwähne jetzt wieder youtube.com, jede einzelne Seite, wikipedia.com, jede einzelne Seite nochmals Hunderttausenden, Millionen von Seiten besteht. Mhm. Unterseiten besteht. Bei YouTube die Videos und jedes dieser Videos wieder als Einzeldatei wieder unsere Kollektion, Selektion, bis du ein Bild zu sehen bekommst. Mhm. Also vergiss es. Du lebst in so einer hochgradig schizophrenen Welt, wenn du ein bisschen die Perspektiven machst. Du bist jetzt, das ist so auf den Kopf gestellt, dass hundertprozentig gesunde Menschen nirgends mehr hin dürfen, weil sie als Gefahr angesehen werden.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist nur dieser Satz alleine schon, ist ein Wahn, der macht dann sprachlos, wenn du ein bisschen denken kannst. Ja. Das wird natürlich dir vollkommen logisch erklärt, was an dem 100, an diesem gesunden Menschen gefährlich ist. Ja. 100%ig gesunde Menschen müssen beweisen, dass sie gesund sind mit Tests und so weiter, weil sie eine Gefahr sind. Ich sage, wenn ihr doch so gescheit und geimpft seid, was übrigens ich euch auch in einem höheren Kontext ganz leicht beweisen kann, dass Geimpfte genauso ansteckend sind. Ich sage, wo ist dann das Problem? Nachher machen wir mal wir normalen Menschen, die wir eigentlich mit dieser schizophrenen Impfung nichts zu tun haben wollen. Dass wir einfach sagen, okay, wir sind damit einverstanden, sollten wir Corona kriegen, dann legen wir keinen Wert auf irgendeine Krankenhausbehandlung, wo du sowieso keinen Wert mehr drauflegst, wenn du weißt, was die Ärzte machen. Ja. Legen wir keinen Wert mehr auf Krankenhausbehandlung, dass die irgendwie von der Krankenkasse auch gedeckt werden, weil wir eh nicht ins Krankenhaus gehen, wenn wir was haben. Fordert ein wie geschehe, wenn du willst, dass ich wach werde. Ich drücke das jetzt einmal präzise aus, wenn du willst, dass ich wach werde, dann mach mich eben wach. Ja. Menschen nennen das wegmachen, totmachen. Das heißt, du verlässt bloß den Traum. Das ist kein esoterisch-religiöses Geschwätz, was ich dir jetzt sage. Das bedingt eine absolut arithmetische Matrix der Entwicklung von Geist im Hintergrund. Und dann ist ja für euch geimpften Säugetiere, die ihr jetzt nicht mehr krank wart, aber immer noch sterbliche Säugetiere seid, ja, kann euch das doch wurscht sein, weil in kürzester Zeit sterben ja dann die Ungeimpften sowieso aus. Ja. Dann habt ihr doch das Problem dieser ungeimpften Menschen vom Tisch. Es ist jetzt einmal eine andere Sichtweise. Wir drehen, wir machen Hirnwichserei. Was ermöglicht eigentlich diesen unheimlichen Druck? Es ist in der Politik der Machterhaltung der Partei und bei den Menschen, die manipuliert werden, wo ich sage, es ist komplett, was sich wiederholt, ist reines linksfaschistisches Nazitum. Es sind einfach geistlose Parteigänger, Mitläufer, die zuerst einmal Angst um ihren Scheißdrecksangst um ihren Trockenlassen auf dem Körper haben. Jetzt kann man immer wieder sagen, ja, habt ihr denn an eurer Vergangenheit nichts gelernt? Wie oft habe ich dieses Beispiel gebracht? Das ist ja das. Ihr habt nichts gelernt. Ihr Geistesfunk, wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von den Menschen, die du dir ausdenkst. Die Menschen, die du dir zurzeit ausdenkst, sind nämlich die Spiegelbilder deines jetzigen Intellekts. Die Linken genauso wie die Rechten. Und dein Problem ist, dass du immer noch parteiisch bist. Du musst es komplett überwinden, um in die Mitte zu kommen. Und erst in der Mitte wirst du wach. Mhm. Dann bist du das, was du schon immer bist, ein träumender Geist, der einfach nur einen scheißgeilen, lehrreichen Film erlebt. Mhm. In sich selber durch ständig wechselnde Bilder. Mhm. Und wenn du jetzt da ganz taub bist, wenn du das nicht wahrhaben willst, es ist immer wieder dasselbe Spiel. Das ist, ob du ein Nazi-Mitläufer bist mit der Nutzung von anderen, die dir gefährlich und böse erscheinen, weil du immer auf die sichere Seite gehst, nämlich zu der Partei, wo du meinst, die ist mächtig oder die macht was richtig. Mhm. Evolution, Revolution, wieder deine Geschichtsbücher zeigen dir ganz deutlich, dass noch niemals, wenn der Sturz irgendeines Systems, ob jetzt das eine Monarchie ist, ein König ist, ein Zar ist, gestürzt wurde, oder eine sozialistische oder kommunistische Regierung, dass im Nachhinein für den normalen Menschen irgendwas besser geworden wäre. Es intronisiert sich nur eine andere Form von Macht. Ich nenne das in den Offenbarungen Fettaugen, die du in die Suppe schmeißt, egal in welches System, die schwimmen immer oben. Genau. Aber ich sage dir jetzt, das ist das Erste, was ich aus der Oberfläche der Suppe hinterfresse. Wir haben keine Überlebenschance. All deine Vorbilder, egal wen du dir ausdenkst, die erfüllen das, was sie zu erfüllen haben. Sie sind wichtige Charaktere innerhalb deiner Traumwelt. Ich brauche die Verbrecher, sonst gibt es keinen Krimi. Wie der Judas. Dieses Spiel, ich brauche den Judas. Sind wir auch früher sehr genau darauf eingegangen, was der Judas ist. Ich habe immer darauf hingewiesen, Judas, kein Jünger in dieser biblisch-christlichen Geschichte hat mich mehr verehrt und mehr geliebt wie der Judas. Mhm. Wieso hat er mich dann verraten? Er hat mich gar nicht verraten. Er hat einen Riesenhass gehabt gegenüber die Römer und die Regierung der Pharisäer. Ich mache das einmal sehr einfach. Und er wusste, wie mächtig ich bin. Und er sagt, wenn er mich jetzt da hinhängt und die mir an Kragen wollen,
dann lasse ich meine geistigen Muckis als Gottessohn stehen. Und die Rechnung ist nicht aufgegangen. Das ist die eigentliche Ursache. Es ist immer der Prozess, dass du mal vor deinem Wille geschehe. Das Buch, das Judas. Wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn zweimal kräht, heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Das ist immer der Punkt, wenn das Leben von dir was fordert und du musst dann wirklich eine Entscheidung treffen. Vertraust du Holofilling oder vertraust du den Lehrern deiner Welt? Auch die Entscheidung wird noch auf dich zukommen, immer wieder. In irgendeiner Situation. Und da werde ich mich nicht einmischen, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du das selbst entscheiden darfst. Ein Spiel, wie ich sage, das ist ein privates Spiel oder ein intimes Spiel, das nur du allein spielst, nicht der Mensch, der du zu sein glaubst. Der steckt zwar in der Rolle, wirst du das erleben, aber die Entscheidung selber sollte nicht dein Intellekt treffen, sondern du selbst. Das ist die Frage, was willst du jetzt sein? Sterbliches Säugetier oder ewiger Geist? Ein Gotteskind. Und wenn du das sein willst, halt zuerst einmal das erste Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst. Weil dann bist du ein absolutes Nichts und ein absolutes Nichts kann nicht vernichtet werden. Es ist aber, es ist immer, so wie dein Vorder-OP. Und alles, was in dir auftaucht, aus dir, was du aus dir herausschöpfst, kommt zu deiner Freude. Es ist dieses kleine Prinzip, dass wenn du jetzt deine ausgedachte Welt bereist, ich sage das immer wieder, was du mit einer unendlichen Vielzahl von Flora und Fauna, von Pflanzenwelt und Tierwelt konfrontiert, von Charakteren in Büchern, in Märchengeschichten und du hast wie die Tiere, all das ist von mir erschaffen. Hast du das zu lieben, zu bestaunen, zu bewundern, auch vielleicht dich eklig zu gebären mit einem Wertesystem, mein Bubele, bist du hässlich? Ich denke so schön hier, ein Udo ist in Basel, im Basler Zoo und dann steht er vor einem großen Aquarium und da denke ich mir, da ist ja gar kein Fisch drin und dann lese ich unten Fetzenfisch. Ich mache einfach mal so, um das aufzulockern, eine kleine Geschichte. Und dann sehe ich plötzlich so ein komisches Blatt da rumschwimmen, wie so ein abgerissener Zweig mit Blättern dran und dann fällt mir auf, hey, das ist ein Fisch. Fetzenfisch. Und ich denke mir dann, mein Bubele, bist du hässlich? Aber ist er wirklich hässlich? Ist das nicht schon wieder eine Wertung, liegt das nicht im Auge des Betrachters? Meine Nacktmullkönigin? Ja, genau. Nacktmull. Wie schön ist diese Nacktmullkönigin, das schönste Wesen auf der Welt für eine Nacktmull? Es liegt immer im Auge des Betrachters im Wertesystem. Und das ist das Einzige, du hast dein jetziges Wertesystem einfach zu durchschauen, wo deine Einseitigkeiten liegen. Das ist immer, man kann ja schon fast mal sagen, wo deine Sympathien liegen. Jegliche Form von Einseitigkeit ist eine Sympathie. Mhm. Es ist das Leiden an einer Unvollkommenheit, das Mitleiden an einer Unvollkommenheit. Mhm. Das heißt, sobald du mit irgendeiner Partei, die im Widerspruch zu anderen Parteien steht, das ist zwangsläufig Parteien der biblische Fall, oder sobald du mit einer religiösen Gemeinschaft, einer Sekte, die im Widerspruch zu anderen Sekten oder Religionen steht, sympathisierst, leidest du an dieser Unvollkommenheit dieser Denkmodelle und dieser Denksysteme. Und in Ich Bin, du heißt es so schön, dass also hier nochmal jeder Philosoph, jedes Glaubenssystem, das im Widerspruch zu was anderem steht. Wir können jetzt den Schelling zum Beispiel nehmen, einer der geistigen Granaten in der deutschen Geschichte. Relativ unbekannt. Der war voll im Widerspruch zu Hegel gestanden. Und wenn du die jetzt beide, so wie wir das beim Schopenhauer ganz kurz angesprochen haben, der ja auch zu Hegel nicht unbedingt immer positiv war, wenn man das genauer anschaut, was du feststellen, dass genau das, was ihnen in der anderen Lehre nicht passt, bei ihm fällt. Und umgekehrt. Das sind meine Puzzlestückchen, die irgendwann einmal lückenlos hier zur Frau, zur Matrize gehört eine Patrize. Das ist eine Symbolik. Und unser ganzer Genderwahn, das sind alles Anstreben von, das ist komischerweise, ist der Genderwahn keine Synthese, sondern das Anstreben einer Entheiligung. Ja. Weil wenn ich nämlich aus Kreis und Dreieck die vermische, der faule Kompromiss, ohne dass ich die Ebene wechsle, will ich ein nichtssagendes Wischiwaschi als Schatten. Wo ich nicht mehr genau definieren kann, ist jetzt das eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck. Ja. Das ist dann in der Politik, wenn rechts und links streiten, lass uns vernünftig sein. Der faule Kompromiss ist schon oft eingegangen. Ja. Das bringt dich nicht weiter, du musst den Gegensatz zu was vollkommen Neuem machen. Mhm.
Das ist bei Mann und Frau ist es das Kind. Ja. Mhm. Und dazu musst du den Ab, den Vater, unser berühmtes 1-2 in Zahlen gesprochen, mit der Mutter, die 1,40 auf Hebräisch geschrieben, in Zahlen gesprochen, verbinden und dann kriegst du die 44 Ile des Kind. Ja. Dass du irgendwann, wenn ich solche Beispiele bringe, kann man sagen, ja, das ist Kabbala, ist auch nur ein winziger Bereich, ein divinatorisches System von vielen divinatorischen Systemen, wo du von den meisten gar keine Ahnung hast. Dazu gehört zum Beispiel der I Ching, das Tarotkarten legen. Mhm. Da gibt es auch keine Zufälle, die funktionieren wirklich, also wenn du Geist bist. Die funktionieren rein aus dem Grund, dass egal welches Moment du dir jetzt ausrechnest, zum Beispiel irgendein gewisses Horoskop dir weissagen lässt, das muss ich jetzt erst einmal, mache ich ein Jetzt-Horoskop, ein Radix-Horoskop in Bezug auf meine Geburt, oder wir springen jetzt ganz aktuell heute rein, ganz interessant, in unseren Maya-Kalender, dann wirst du plötzlich feststellen, den können wir heute mal ganz kurz anschauen. Die gelbe kosmische Sonne, die 260, ich bin am Ziel. Darum machen wir ja heute am 31.08. 31 ist Gott, ist all, ist die große Kollektion. 260 Mal habe ich mich in Variationen im Spiegel gesehen. Heute fühle ich meine Ganzheit. Ich spüre den Abdruck. Kann man immer mit UB machen. Der Vater, AB. Des Universums. Schau mal, Universum Sinus. Sinus, ja. Meiner Seelenfelder. Das Uni, das in eins gekehrte. Ich bin eine Darstellung, eine geöffnete Berechnung unseres Universums. Das Ich Bin kann man jetzt immer, was für Ich meinen wir. Erleuchtung ist am HWH, ist E-Quadratpunkt. Ja. Dieser HWH ist E-Quadratpunkt, das Leben kann sich weiterentwickeln. Ich habe gesagt, heute stellen wir die Weichen. Ja, wann denn sonst? Jeder Moment, der heute ist, ist jetzt. Ich ertrage, um zu erleuchten, Leben übersteigend. Ich träge das Grundmuster des universellen Feuers mit dem kosmischen Ton der Gegenwärtigkeit. Die absolute Gegenwärtigkeit, jeder Gedanke, den ich denke, denke ich jetzt. Und egal, wo ich mir jetzt diese Information bewusst hindenke, sie ist trotzdem nur hier und jetzt, weil ich ein träumender Geist bin. Ich bin geführt von der Kraft des Erblühens und bin ein galaktisch aktiviertes Portal, tritt ein. Was jetzt hier sehr interessant ist, schau, da wird jetzt von einem Hologramm gesprochen, das 1320. Das ist deine Einheit, deine Liebe, deine Heiligkeit, deine Heilung, die 13. Und die 260 ist das Finale. Die sieht übrigens, wenn man die jetzt gematrisch sieht, nicht unbedingt im ersten Moment spektakulär aus, obwohl sie sehr spektakulär ist. SB-Eck. Die 13 ist in Verbindung mit Ahu, der gelben Sonne. Und jetzt wird es interessant, dem okkulten Partner, und das kannst du jetzt lesen, im Meer, das immer ich im Ich, das Mehr-Ich, ja, ist Eines, ja, ist ein nicht existierendes Bewusstsein. Das ist dein okkulter Partner. Mhm. Ja. Das immer seiende Ich, das im Mehr ist, im Yom-Ich, ist das nicht existierende Bewusstsein. Ja. Und als Geistesfunk bist du ein Teil davon. Mhm. Zeig den Oktavsprung, wir gehen jetzt in die nächste Oktave, in die nächste Höhe an, ja, zu dem dieses Hologramm hinführt. Das ist jetzt alles für sich, es stimmt immer, es läuft jegliche Art. Jegliche Art von divinatorischen Systemen laufen synchron, weil immer ein Jetzt-Moment angesprochen wird. Kannst du dich noch erinnern, wie du mal bei mir warst, zeitliches Zurückblättern im Diana-Redo-Buch, wo man ihn geschmissen haben, wie da das Gesicht drunter gefallen ist, als wenn es irgendeiner so gemacht hätte, dass es so sein muss. Genial war das. Wenn du die GE-Quadrat-Macht bist, der träumende Geist, der bewusst träumt, kann alles verändern in seinem Traum, er muss aber dann das Programm verändern. Mhm. Und zwar nicht in einer Form von Vernichtung, sondern von Erweiterung. Mhm. Das sind die Updates, die Programmerweiterungen. Mhm. Als normaler Mensch bist du jetzt ein blauer, ausgedachter Computer, der nur sein eigenes Mech-Chef, Mech-Sheba anschaut, seine eigenen Gedanken anschaut. Das steckt alles in diesen hebräischen Wörtern mit drin.
Wieso ist eigentlich das hebräische Wort für Computer und Gedanke im Prinzip dasselbe Wort? Es hängt bloß ein H, eine Wahrnehmung hinten dran. Ja. Weil der Computer seine eigenen Gedanken macht. Der Mech Animus. Nomen ist Omen. Im Anfang, im Namen, in jedem Namen, jedes Wort ist ein Name. Liegt die Vorbedeutung. Mit Holofillinge entschlüsselst du das mit einer arithmetischen Präzision, wo die Weisen deiner Welt nichts wissen. Ich zitiere JCH, mich selbst. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das vollkommen geistlose Affen sind. Und wenn du jetzt die Rolle eines solchen Affen spielst, jeder von dir ausgedachte Mensch ist bei eigener Definition ein sterbliches Säugetier, dann musst du das überwinden. Du sollst deine Rolle weiterspielen. Genau. Aber mit Holofeeling sage ich dir, dass du der Schauspieler bist, der in seinem Traum diese Rolle spielt und nicht, dass du diese Figur bist, die vergänglich ist. Wie gesagt, dass dein Körper vergänglich ist, das kannst du ganz leicht mit bewusstem Bewusstsein beobachten. Er ist jedes Mal, wenn du ihn nicht denkst, nicht mehr da. Jetzt blau gelesen. Obwohl er rot gelesen trotzdem da ist. Das sind unsere vier Seiten. Er ist trotzdem im Arbeitsspeicher. Aus dem wir was herausrechnen, wo wir aber als Ding an sich gar nicht herausnehmen können, weil die Dateien unverändert bleiben. Und die Datei, die du im Arbeitsspeicher hast, wiederum ist eine Facette von der Festplatte, von noch mehr Dateien. Und die wiederum, was auf deiner Festplatte ist, ist ein Auszug aus dem Internet, wo alles drauf ist. Das ist summa summarum. Das ist jetzt eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, wie es wirklich in dir selber, wie sich das Ganze abspielt. Und dieses Abspielen, das haben wir heute in dem heutigen Update, da kannst du dann gleich übrigens dieses Video davor hängen, wo ich darauf eingehe. Ja. Und das sind jetzt eben diese Sachen, dass gerade die Lieder, ich habe in dem letzten Video, wo ich diese Ich OBs letzte Mahnung rausgegeben habe, habe ich das, dieses Diktator von den drei Mädchen reingestellt, dass mit den Namen, dass ich das mit allen mache, selbst mit meiner berühmten Magidüden-Suppe oder mit der Champignon-Suppe Foucault. Dass da immer alles Metaphern sind. Du lebst in einer Märchentraumwelt. Und den Fokus verlagern auf die Metaphern. Was will Gott mir damit sagen? Jetzt in meinem Traum. Und das erste Mal habe ich schon darauf hingewiesen, er sagt, ich liebe dich über alles. Ich werde nie zulassen, dass dir Geistesfunken was passiert, was ich selbst als Gott gar nicht machen könnte, weil wie will ich nichts irgendwas passieren lassen? Und jetzt wirst du merken, die 16 Zeiten, was hast eigentlich, wenn was passiert? Vorüberziehen. Die Passionsgeschichte. Passion. Aber von wo nach wo zieht es eigentlich, wenn ich chronologisch räumlich denke, denke ich mir von A nach B oder von der Vergangenheit in die Zukunft. Wie sieht es aus, wenn ich in der Transversalen lebe? Ein Bär. Eber. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz interessant. Und man kann das überprüfen und ich spreche wieder nur eins von vielen Beispielen an, wo du bisher überhaupt noch nicht registriert hast, du Geistessung, was ich dir damit sage, auch wenn du schon sehr lange Offenbarungen studierst. Du hörst es, du nickst es ab. Ich sage, jetzt setz dich, denk an deinen Körper, mach die Augen zu und jetzt denkst du einfach, du gehst zum Einkaufen, im Gedanken, einfach im Gedanken. Dann gehst du aus der Wohnung raus, ziehst dir eventuell was anderes an, gehst aus der Wohnung runter, fährst eventuell mit dem Auto zu dem Supermarkt, dann denk dir, stell dir mit geschlossenen Augen deinen Supermarkt vor, wo ist die Milch, wo holst du die Milch oder die Käseprodukte, wo holst du das Brot oder das Fleisch, die Waschmittel und du wirst jetzt feststellen, puff, 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 was da alles in dir auftaucht. Aber was jetzt interessant ist, du setzt dich in dem Moment im Gedanken in Bewegung. Wo kommen die Bilder her, die du jetzt ganz bewusst denkst? Das ist die Transversale. Und dieses ständige Austauschen, meinst du, ja, wie lange hast du dann, wenn du damit aufhörst, wie lange hast du gedacht? Dann schaust du wieder auf die Uhr, ja, das hat jetzt 10 Minuten, eine Viertelstunde gedauert, je nachdem, wie lange du dich damit in dir beschäftigst. Aber hast du dich selbst wirklich einen Millimeter von der Stelle bewegt? Du hast nur Bilder ausgetauscht. Und es hat ihn die Illusion erzeugt, dass du durch Raum und Zeit wanderst. Genau. Und alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir, wenn du das im Gedanken machst. Wenn du das jetzt realisierst, passiert exakt dasselbe, nur durch die 4 Stufen der Vergessenheit, wir holen das auf deine VR-Brille. Ja, genau. Mit dem ganzen Gefühl. Ich erkläre dir mit der Computermetapher, das ist das neue Weltbild. Das heißt, jetzt springe ich wieder zurück, wenn du diese höhere Ebene wirklich erreichen willst, die ja immer da ist. Du musst erst einmal deine Vergangenheit verändern, um diese neue Zukunft zu kriegen. Das heißt, wenn nur noch ein Hauch von Glaube ist, dass du in der Vergangenheit von
deiner Mutter geboren wurdest, was du jetzt übrigens dir ausdenkst. Mhm. Diesen Vorgang denkst du jetzt. Mhm. Und dass du dann dieser Säugling bist, den du jetzt denkst, du brichst definitiv das erste Gebot, du verwechselst dich mit deinen Gedanken von dir. Ganz genau. Ich erklärst ein Geist. Ja. Dann ist es ja nie, dann bin ich ja nie in der Vergangenheit geboren worden. Mhm. Und das öffnet die neue Zukunft. Darum habe ich das jetzt erzählt. Ja. Und wenn dann nur noch ein Hauch von Zweifel ist, dass das nicht stimmt, zum Gunsten für den Angeklagten lasse ich dich in deiner Traumwelt. Es muss für dich hundertprozentig sicher erkannt sein, dass es so ist. Mhm. Und dann werden in dir Wunder passieren über Wunder. Das ist ein göttliches Versprechen. Das ist wirklich. Das Versprechen haben wir übrigens wieder zwei Seiten. Ja, ja. Verbinden oder verstreuen. Mhm. Ich verspreche dir, dass ich dich nach wie vor als Brüssel und der Brüssel lasse bis in alle Ewigkeit. Und wahrlich, ich werfe dich in den Feuersee zurück des Überlebenskampfes und des Kampfes um Geld. Das Geld ist eine Sau. Oh ja. Die Selbstehrlichkeit ist gefragt. Sag mal ganz ehrlich, warum machst du das, was du machst? Würdest du das, was du machst, auch machen, wenn du dafür bezahlen müsstest? Ja. Dann wirst du feststellen, ob du eine Berufung tätigst oder ob du einfach versuchst, dich wie jedes andere Trockennasen auf dem Kirchen am Leben zu halten und in dem Wahn lebst, dazu brauche ich Geld. Ja. Das ist Kapitalismus pur. Ja. Das todbringende Verbrechen. Und dann wirst du einer von den Toten, ihre Toten begraben, aber einer, der eigentlich gar nicht sterben kann. Es ist der große Vorteil, den jetzt die Menschen hast, die du dir ausdenkst, die sind da und sind weg und kriegen das nicht einmal mit, dass du sie denkst. Ja. Das heißt, egal an wen du jetzt denkst, ich krieg es ja nicht einmal mit. Egal wie du die denkst, ob du die Leiden denkst, wenn du mit jemandem sympathisierst, der, den du denkst, der kriegt das nicht mit. Die hungernden Negerkinder haben hundertprozentig keinen Hunger, wenn du an die denkst. Oder die Flüchtlinge jetzt. Was meinst du, was jetzt los in der Afghanistan mit den Frauen? Was ist das jetzt? Und da kommt, jetzt lasse ich nicht gelten, wenn du sagst, ja, aber wir können ja hinfahren. Das Thema hat man mit den vollen Krankenhäusern. Dann sprich dir das ein. Dann kriegst du das auf die Verabrede. Du verwirklichst diesen Scheißdreck in deinen Glauben. Genau. Deine Coronaviren, von denen du wahnsinnige Angst hast. Genau. Wahnsinnige Angst in deinem Wahn, Angst zu haben von den Gedanken, die du selber denkst aufgrund deines Glaubens, der ja so richtig ist. Ja. Das sind wahnsinnige Redo. Wir zwei Brüder haben das erkannt. Das sind alles wahnsinnige. Aber jetzt müssen wir irgendwann einmal akzeptieren, das sind noch Spiegelbilder unserer Programme. Genau. Abfallprodukte noch. Abfallprodukte. Genau. Es ist wirklich, lerne das Lachen, lerne über alles und jeden zu lachen. Der göttliche Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Dein ganzes momentan ausgedachtes, nur in kleinen Momenten ausgedachtes, aus dir selbst herausgedachtes Leben ist ein einziger großer göttlicher Witz und du hast die Börde, den Punkt am Ende noch nicht verstanden, der du selbst bist. Und das wird dir mitgeteilt. In alten Liedern, musst du fast nochmal schnell einschalten. Da sind wir auf heute. Wir gehen da mal in unseren Chat nochmal schnell rein. Das ist jetzt, das hängst dann unten dran. Jo. Da haben wir zuerst einmal unseren Stefan Doofmann, schreibt, jetzt nur Worte, immer dran denken, das sind jetzt Worte und wir denken uns wen aus. Stefan Doofmann bedankt sich für das eben geführte Skype-Gespräch zum Thema Spinnen. Wieder ein schönes Wort. Mhm. Nochmals, Stefan, denkt, dass mit Worten die Welt, wie sie uns erscheint, gesponnen ist. In diesem Sinne empfindet der Stefan den Udo als vorbildlichsten meistlicher Oberspinner. Fasse ich einmal als Brüssel Udo als Kompliment auf. Kompliment. Jetzt mache ich hier was Interessantes. Das ist so aus der Jugendzeit, wenn man so um die 65, 70er Jahre, ist Mitte der 70er Jahre gewesen. Ich OB für meinen ist ein Lied, und zwar hier Edgar Allan Poe. Ja. Ganz interessanter Name, die Gruppe Parson Project. Ich OB für meinen Dall hätte nie einen Gedanken, GE-Quadrat sind wir zwei, geöffnete Fundamente, den ich nicht in Worte fassen konnte, mit noch mehr Deutlichkeit. Deutlichkeit, Deutsch.
Mhm. Vordersprache, Deutsch. Mhm. Ist das Licht, das ich K-Eid heißt, hebraisiert, mit alle vorne buchstabiert, wie buchstabiert. Mhm. Als diesen einen, von dem ich selbst ganz interessant ausgegangen bin. Mhm. Was meine ich mit ausgegangen? Aus mir herausgegangen bin, als Gedankenwelle oder ausgegangen, das plus minus erlöschen. Aus erlöschen. Heißt es wieder zurückkehren. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man ein bisschen spielt und das vervollkommnet, was man dazu denken muss. Mhm. Da gibt es. Mhm. Aber, das können wir jetzt einen Vater. Mhm. Ich bin du und du bist ich. Wie auch immer, eine Art Fantasie von köstlicher Feinheit, welche nicht bloße Gedanken sind, Sinusöffnungen, und die jetzt, da ich sie, GE-Quadrat, gefunden habe, da komme ich tiefer dann noch in einem anderen Gespräch dazu, absolut unmöglich sind, mit normaler Sprache sprachlich erfassen zu wollen. Du brauchst die Vordersprache, du kommst mit normalen Wörterbüchern, wo alles drinsteht, ohne die Holofeeling-Erweiterungen über das Hebraisieren überhaupt nicht weiter. Ja. Hebraisieren heißt, dass mir, egal welches Wort, aus welcher Sprache dieses Wort stammt, wir einfach dafür hebräische Zeichen einsetzen. Und dann tritt man ein in eine absolute Wunderwelt, wenn man das dann auch von rechts nach links liest. Ja. Diese Fantasien, Erwachsehen, raumzeitliche Existenzen von Plus und Minus, mhm. uns all, uns Gott, mhm. Leen, auseinandergeschmissen existierend, geöffnete Schöpfung ist immer Plus-Minus-Existenz. Ja. Selten, hell, dunkel, gesund, krank. Wir mhm. schauen halt nur eine Seite an. Selten, wie sie sind, nur, ich sage immer, ein flackerndes Licht, das heißt die Existenz einer aufgespannten Berechnung. Ja. Eben der intensivsten Ruhe. Interessant, dieses Eben habe ich jetzt einmal anders geschrieben. Ja. Das ist, ich kann das ja, dieses Eben, ich mache mal hier das hebräische Wort dazu. Das ist erst einmal die Art und Weise. Mhm. Es heißt aber auch hier, ich möchte wenden, wenden, mhm. hingehen, weggehen. Das ist immer, erst einmal die Endelechie, wenn ich in die Endelechie reingehe, oder ich würde jetzt zu weit führen, das heißt, das ist auch ein Foltern. Wir haben nämlich das Rot und Blau, wir haben eine schöpferische Weitheit, selbst die schöpferische Weisheit sein, also mhm. das Bewusstsein, das nicht existiert, oder bin ich schöpferisches Wissen, das eine Schöpfung von Wissen, die existiert. Ja. Mhm. Ja. Das ist das Rädern. Ja. Da steht übrigens jetzt ganz interessant unser Radius mit dran. Ja, das Rad, das ich drehe im Einheitskreis, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich nichts drehe im Einheitskreis. Der Sinus, den die Arithmetiker, Geometriker hier angelernterweise, nachgeäfterweise herauskonstruieren, diese zeitliche Welle, dass zuerst der Berg und das Tal kommt. Wenn du hier richtig schaust, im Einheitskreis ist plus minus übereinander und all diese Punkte sind letzten Endes nur Blickwinkel, die aber alle gleichzeitig da sind. Okay, aber interessant ist, das Wort Eben kommt von Ebos und da gibt es eine Ebendese und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar ist es der Einschub von Lauten meist zur Erleichterung der Aussprache. Mhm. Das ist unsere Fokalisation. Genau. Weil nur Konsonanten kannst du nicht auf, ja. Aussprechen. Ja. Das sind diese Knacklaute. Und jetzt merkst du, dass die eben, wenn ich jetzt nämlich weiß, ich muss da nochmal schnell reinspringen, wenn ich jetzt nämlich weiß, dass also hier unser Ben ein Aspekt ist. Mhm. Aspeculum, ein Spiegelecke, ein Blick in eine Ecke, unsere Tetraederstruktur, mhm. das ist A, Aspekt, der Schöpfer und sein Wissen, das zu existieren anfängt. Ja. Dann habe ich die Aspekte und wenn ich jetzt mein Aspekt, ein I hindran sich, dann kriege ich meine Oberfläche. Das wird nämlich in der Donner meistens als Oberfläche. Genau. Aber die Oberfläche, diese Gedankenwelle, die ich mir jetzt ausdenke, hat natürlich drunter dann, das sind die vier Seiten. Mhm. Ja. Also ich kann immer nur sagen, es ist Physik. Es ist wirklich nur ja. absolute Physik. Also gut, eben der intensiven Ruhe, wenn die körperliche und mentale Gesundheit, das könnte man natürlich jetzt ganz rot machen, das heißt, dieses GE-Quadrat-Bewusstsein wird jetzt eine aufgespannte existierende Öffnung, die auf und ab, und zwar ist das Wahrgenommene, was du buchstabierst. Ja. Vollkommen, das heißt, plus, minus, Gall ist die Welle. Dieses ja. plus, minus Welle gleich Null.
Ja. Das ist das schöpferische Ich ist nichts. Ja, genau. Diese Gesundheit ist das Plus-Minus-Welle gleich Null ist. Und ja, in jenem versenkrechten Zeitpunkt, schau. Ja, das ist schön geschehen. Diesen versenkten Zeitpunkt ist ja, dass wir unsere Schau des Bild kurz an diese ausgedachte Vergangenheit-Zukunft in die Senkrechte drehen. Obwohl die aufgedachte Senkrechte nur in einem Punkt ist. Das ist in diesem versenkrechteten Zeitpunkt, wo die Grenze einer bewussten, wachen Welt, rot gelesen jetzt, ja, das heißt, verbunden in diesen Gott, mit Elef, der immer ist, ja, mit der Welt der Träume, WLD, der polare Rand, ja, WLD mit 70 gelesen, also in uns selbst verschmelzen. Ja. Und so fing ich diese Fantasie, wo alles, was wir sehen, rot gelesen oder scheinen, vor uns hinscheinen, ausdenken, projizieren, nur ein Traum, ein flackerndes Licht, nur aufgespannte Berechnungen eines Traums in einem absoluten Spiegelraum ist. Ja, genau. Das ist dieser Beginn von The Days of Mystic and Imagination von Edgar Allan Poe. Ja. Das war das Erste. Mhm. Du kannst da dann das Lied dazu ordnen, den Text. Dann habe ich hier den Raben, das ist der Raven, das nächste Lied, auch interessant. Da haben wir nämlich zweimal der Rabe und sein Rabe. Rab, he. Zuerst einmal das Wort Rabe. Das ist hier vielfältig. Ich habe hier, wenn wir das Wort selber aufmachen, wir können da ganz kurz einmal reinspringen. Das ist zuerst einmal Abend. Da kann ich jetzt lesen, der schöpferische Sohn öffnet. Ja. Abend. Ich kann natürlich auch ab das Aufblühen, ND heißt hin und her schwingen. Das Aufblühen dieses Schwingens. Ja. Dann haben wir das Gewebe, die Insekten, die vierte Plage. Das ist ja das, was ich jetzt hier nochmal herausstelle. Mhm. Interessant sind auch die Araber, die Wilden. Ja, das Mischvolk. Das gemischte Volk von Völkern. Ja. Es magst du mir Quadrat es. Ja. Ja. Quadratbewusstsein. Es wurde abenddunkel, aber auch angenehm und wohlschmeckend. Mhm. Und das ist jetzt das Ungeziefer, ich nenne es ja auch gerne mal die Insekten. Mhm. Und Insekten, die Sekten sind jetzt jegliche Art von politischen Parteien oder religiösen Sekten, die meinen, die haben die Weisheit mit Löffel gefressen, indem sie geistlos das einseitig ausgelegtes Wissen aus dem Koran, aus der Tora, aus dem Neuen Testament, aus den Upanishaden, das ausgelegte Wissen aus ihren Physikbüchern, aus den Chemiebüchern, wo sie ganzheitlich überhaupt nicht verstanden haben. Mhm. Das sind Insekten. Ja. Nachäffen. Das ist übrigens die vierte Plage in Ägypten. Ja. Nennt man auch Ereb, das Erwachen einer Polarität. Mhm. Es handelt sich bei dieser Plage symbolisch um den materialistischen Blutsauger, die nur dein Bestes wollen, dein Geld und deine Bewunderung. Mhm. So hat alles hier gewürdigt mit Geld, mit Auszeichnungen, Nobelpreis gibt es Geld, wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt es Geld. Kann man das nicht anders klarlegen, mit Respekt? Mhm. Das sind dann die Wildesel. Da kommen wir dann hier mit rein. Wie immer die Rot-Blau-Seite lesen. Das ist eigentlich, wenn du das drauf hast, ist eigentlich alles gesagt, man muss den Schwall gar nicht haben. Genau. Dann haben wir dann nochmal, wenn ich ein Hin dranhänge, da können wir jetzt R heißt der Erwecken, B in ihr. Das Erwachen oder das Erwecken in ihr. Ja. Diese zwei Einzelsilben, das ist das dann mal eine Ebene. Mhm. Und jetzt habe ich aber das R Brot gelesen, wieder ein Hin dran, dann heißt es erwacht in ihr. Genau. Und das kann man natürlich vielfältig spielen. Ich kann das ganz blau machen. Dann habe ich eine augenblickliche Berechnung. Mhm. Ist die Polarität, die ich wahrnehme. Ja. Aber BH auf Hebräisch heißt in ihr, wenn ich das einzeln lese. Und in ihr bin ich die Zentrum. Ich bin das Zentrum dieser Polarität. Genau. Ja. Diese Polarität, die ich wahrnehme, hat ein Zentrum. Das ist dann verbundene Quintessenz. Das ist innerhalb zwischen Wellenberg und Wellendorf. Ja. Das ist das, aus dem alles entspringt. Ja, genau. Das erkennt. Und jetzt haben wir aber noch den großen Rabe. Mhm. Und das ist jetzt GE ist Geist, ist groß. Mhm. Ross wissen wir, ist Jesus. Ja. Und ja. R, groß R, Geist ist Jesus. Ja. Er ist sie. Er sind wir zwei. Ja.
du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, und ich bin nicht Geist, ich bin der Gedanke von dir, aber ich, JCH, lass dich das jetzt denken. Ja. Wir zwei sind dieses E-Quadrat-Bewusstsein, wir sind der E-Quadrat-Kopf, wir sind sie rot gelesen, ja. Dieses bewusste göttliche E-Quadrat, und das ist ich und du. Ja. Wer meinst du, wer dich jetzt den Udo ausdenken lässt? Mhm. Ich muss in dir in Erscheinung treten. Du denkst an dich und du denkst an den Udo. Mhm. Oder ich könnte sagen, du denkst an den Udo, denkst an dich. Aber im Hintergrund steht dann gespiegelt JCH und ICH. Das bin nämlich ich und das bist du, jetzt rot gelesen als Geist. Ja. Ich und du Geistesform. Ja. Schau, so einfach. Dieses RE ist also wir. Wurde viel zahlreich, groß, Geros. Mhm. Ich bin du und du bist ich. Ja. Da haben wir auch noch rot gelesen, die große Stadt. Mhm. Das ist nämlich die Hauptstadt. Rot gelesen. Ja. Das ist wiederum Rosh. Mhm. Rosh. Rosh. Gott ist Shin. Ja. Das wiederum heißt der Kopf. Der geistige Kopf ist er. Ja. Das wird man irgendwann einmal wird man das immer mehr verstehen. Okay, ich Geistesfunk schau dir hinaus. Aber alles lag im Dunkeln. Aschak. Der Finsternis. Ja. Wir Lateiner nennen das übrigens Obskur. Obskur. Das ist es. Jetzt können wir denken an das schwarze Loch in der Physik, wo alles in einem Punkt zusammenfällt. Genau. Schau hüben eine Kollektion und drüben eine Kollektion, in der Mitte ist überhaupt nichts. Ja. Okay. Und so ging ich wieder rein. Rein ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Mhm. In dem befinden sich diese Existenzen. Da habe ich übrigens dieses Reihen. Interview. Das heißt die Spiegelexistenzen. Ja, das ist übrigens das hebräische Interview. In dir schaust du das an, was angeblich außerhalb von dir ist. Ja. Innerhalb, außerhalb. Ja. Bin, in der, bin, zwischen, zwischen. Der Befehl zu schlafen und zu wiederholen. Ja. Und etwas aufsichten, schichten. Ja. Das ist immer alles, was du erlebst, ist ein persönliches Interview. Eine innere Schau könnte ich das nennen. Ja. Weil du nur in deinem Kopf des Schöpfergottes das anschauen kannst, was in dir existiert. Und zu meinem Erstaunen stand da in mir ein Rabe. Mhm. Sein Schatten fiel über meine Tür. Das ist die Reihe, das ist die Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Die Tor, Tür, die Dora. Mhm. Und durch generierte Kollektion die Stille Adams. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn du jetzt das anschaust, das klicke ich jetzt nicht an, du kannst das machen, wenn du das Update nochmal anschaust, dass hier überall die Radix Adam mit drin ist. Genau. Ohne das A. Mhm. Sprach dieser Rabe ein Wort, dass ich Geisteswung von nun an immer F-Ort hören sollte. Nimmer mehr. Das ist der Text und das Lied dazu. Mhm. Ich bin dieser Rabe. Und eins haben wir noch. Ein BS, es ist wie ein Spiel, SBI, meine Schwelle, ist ein Joch, etwas, was ich hochhebe. Verfolgen, täuschen, verführen, verdächtigen, vollstrecken. Wie kommen Sie hier rein? Durch meine Vorstellungskraft. 45, starten wir das einmal ein, hör genau zu. Es ist wie ein Spiel, täuschen, verdächtigen. Wie kommen Sie hier rein? Vollstrecken ist interessant, ne? Da sind die Ecken mit dabei. Mhm. Die geheimnisvollen Ecken. Mhm. Voller geheimnisvoller Ecken. Mhm. Wie kommen Sie hier rein? Durch meine Vorstellungskraft. Rollen. Con. TR zusammengeschmissen. Con TR ist die Reihe. Mhm. Oder gespiegelt rollen. Im Spiegel rollen. Ja. Rollieren. Unter uns. Sind die, die nicht unter uns sind. Ich bin nicht unter ihnen. Unter uns. Wenn wir jetzt oben sind in der Welt der Gedankenwellen, dann sind unter uns die, die nicht unter uns sind, weil die mitten in uns drin sind. Genau. Jeder dieser Namen ist extrem aufgreifend. Ist das Ihre Vorstellung von Rache? Rache ist sinnlos. Alles ist Einbildung. Manchmal ist die Spiegelung sehr viel wirklicher als das, was gespiegelt wird.
Fragen? Das ist unser Spiel. Kommt noch einer? Kommt noch einer? Ja. Ah, ein kleiner habe ich noch. Jeder bewusste Geistesfunk IQBs ist eine Lichtseele auf ihren Heimweg. Ja, das ist zu länger, das muss man kurz anhören. Ja, ja. Passt aber alles. Perfekt. Jetzt lassen wir es dann gut sein. Das ist genug Update für heute. Ja, super. Das ist jetzt nur ein bisschen eine Erklärung mit dabei. Und das gilt für alles, was du siehst. Ja. Das ist der rote Ort in dir. Und das sage ich jetzt immer wieder, musst du nicht wissen. Das erschreckt, wenn ich wieder sage, gehe nur in die Holofeeling-Seite rein und mache auch die Beischrift noch mit dabei. Die kommen alle aus derselben Quelle. Dann geh in eine Bibliothek oder geh ins Internet und interessiere dich für Philosophie. Es geht nicht um Filmwisserei. Es dreht sich zuerst einmal alles um dich selbst, rot gelesen. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist das Einzige, was in diesem ewigen Spiel von Veränderung immer unverändert bleibt. Und das bist du dann, wenn du weißt, wer du bist und was du bist. Du bist ich. Unsterblicher Geist. Und zurzeit als Geist von meinem Geist, der ein ganz spezielles Leben durchlebt. Was aber diese ständige Veränderung, diese Gnade, dieser ständige Wechsel von Bildern nichts an dir selbst verändert. Das ist hundertprozentig sicher. Ich erwähne das immer und immer wieder und jegliche Form von Leid, du hast einfach zu lernen, dir jeden Moment cut, bewusst zu machen, was ist jetzt da und dann schaust du, was du dich mit Hirnwichserei hochschwingst, mit Ängsten, wo du deine Gedanken wieder verstreust, wo du dir den Kopf zerbrickst, welche dieser zwei Kopfseiten ist richtig und verkehrt, die rechte oder die linke? Jetzt sind wir dann hier in der Neurologie. Das sind alles symbolische Bilder, wo in der Mitte drin der Thalamus hängt. Mhm. Das Schlafzimmer. Mhm. Auch die ganzen Namen, ich kann es immer nur ansprechen, der Knochen in der Medizin, es ist eine Matrix, ein Computerprogramm und die Wurzel dazu ist die Vordersprache. Ja. Das wird natürlich nur sehr, sehr angesprochen, auch wenn wir in die Physik gehen, in die Holoarithmetik. Wenn ich einen Arithmetiker das zeige und der sagt, es ist zufällig in der Vergangenheit aus einem Urknall entstanden, dann ist er ein geistloser Narr, den kann es nicht anders. Versuch nie einen Gedanken von dir was zu erklären. Du musst erst einmal analysieren, habe ich einen Geistesfunk hinter der Maske, mein Faschingsbeispiel, ja. Die drei Schichten, wo ich durch muss, ja. Auch beim Ei. Das ja. Ei, die Schale sagt mir nichts und das Eiweiß sagt mir auch nichts und das Gelb. Das wird jetzt zwar schon ein zentraler These, Antithese, Synthese, mhm. Der Geist Gottes, der belabert, das ja. Ist die Schale und das Eiweiß, ich mhm. Weiß. Mhm. Aber da muss ein Keim drin sein, ein nicht denkbarer Keim. Mhm. Das ist man selbst, das ist der Geistesfunk. Mhm. Und dasselbe gilt dann, wenn wir einen Menschen nehmen. Mhm. Der Titel, der Anzug sagt nichts aus, die Persona sagt auch nichts aus, der Mensch selber, das Programm sagt auch nichts aus, aber da muss ein Keim drin sein, das sind meine Metaphern und dasselbe gilt dann bei den Worten. Ja. Diese drei Schichten, ja. Ei, Schale, Eiweiß, Eigelb, mhm. Mensch, Kleidung, Titel, ja. Image, der reine nackte Körper und dann hier, wenn wir tiefer reingehen, die eigentliche Seele, der Mensch, ja. Als Ding an sich ist ja eigentlich nur Programm. Mhm. Und da ist ein Keim drin, der das zum Leben erweckt. Und bei den Worten haben wir genauso die drei Schichten. Genau. Das, was ich oberflächlich mit meinem Intellekt jetzt für eine Vorstellung aus einem Wort mache, dann die metaphorische Ebene, die Metapher-Ebene dieses Wortes ja. Und dann beginnt irgendwann einmal das wirkliche Verstehen. Genau. Und dann sieht man nicht mehr des Kaisers neue Kleider, sondern wundert sich über die Deppen, die alle hier ihre eigenen selbst ausgedachten Hirngespinste, diese in sich mit einem extrem geistlos nachgeäfften, fehlerhaften Wissen in sich aufbauen, aus Medien und Basien, aus Fachbüchern, aus Nachrichten, aus Geschichtsbüchern, aus dem Internet, extrem einseitig ausgelegt und vorgestellt, um sich herum diese Gedanken, selbstgedachten Gedanken, die ich aus Worten mache. Und ich rege mich dann ordentlich darüber auf oder ich habe Angst davor. Und die ganzen Dinge wird es ohne mich gar nicht geben, wenn ich weiß, wer ich rot gelesen bin. Punkt. Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Super, danke. Bis gleich, spielen wir noch eine Runde Leben. Heilig, heilig, Zebot. Wieder.